Wenn ich sterbe oder verhaftet werde, dann leake ich meine WhatsApp-Nummer, Freunde. Ich muss in der Zwischenzeit 5 Sterne ersammeln und wenn ich den 5. Stern habe, habe ich die Challenge gewonnen und dann bekommt ihr meine WhatsApp-Nummer nicht. Pech gehabt, aber okay. So, ich möchte als erstes mal zum Waffendealer fahren. Also was ich damit meine ist, dass ich wirklich hier im Knast abgegeben werde. Wenn ein Polizist mich einfach nur arrestet, also gerade die Handschellen hat, aber ich noch nicht im Knast bin, dann zählt es noch nicht. Genauso, wenn ich tot auf dem Boden liege, dann zählt es noch nicht. Ich muss wirklich respawnen. Ey, Digga, ich hab noch gar nichts gemacht. Dann gibt es meine WhatsApp-Nummer. Also, ich fange die Challenge definitiv nicht an, bevor ich nicht irgendeine Waffe habe. Hier vorne ist ein Dealer. Aber hier auf dem Server sind richtig viele Cops. Alter, das wird richtig hardcore. Digga, was willst du von mir? Ich habe gar nichts gemacht. Okay, gut, er fährt wenigstens weg. Ich muss ja eben kurz warten. Ich glaube, der hat mich auf dem Schirm. Hä, wie viele Polizisten sind denn hier? 11 Polizisten! What the fuck? So, also, wir holen uns eine Glock, wir holen uns eine Sniper, wir holen uns eine Bombe und wir holen uns eine Remote Control, damit wir maximal... Digga, ist hier ein Cop? Nee. Doch, hier ist direkt ein Cop. Hier ist direkt ein Cop! Oh mein Gott, der Cop hat es auf mich abgesehen, okay. Ah, nein, 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 das ist ja neu, das Update. Oh mein Gott. So, willst du Stress oder was? Willst du Stress oder was? Ja, er kann auch nicht rausspringen. Das Nice ist, Polizisten können auch nicht mehr aus ihren Autos rausspringen und Stopstick spammen. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Der hat es jetzt auf mich abgesehen. Du, ich habe einen Lambo. Du hast gar keine Chance gegen mich. So, ich fahre hier um eine Kurve. Dann fahre ich nochmal um eine Kurve. Und dann weiß er gar nicht mehr, wo ich bin. Dann weiß der Typ doch gar nicht mehr, wo ich bin. So sieht's aus. Der hat mich doch jetzt schon wieder komplett verloren. So, ich habe den abgehangen mit meinem Lambo. Ha! Ich habe den so hochgenommen, ganz ehrlich, Freunde. Ich habe 1 Stern. Ich will meine WhatsApp-Nummer nämlich ehrlich gesagt nicht leaken. Aber das ist die Challenge hier heute. So, kommt da niemand? Nee. Okay, dann geht's rein hier. Ist hier ein Diamant? Nee, leider nicht. Egal. Dann geht's hier mal los. Okay, Gott sei Dank ist gerade auch kein Alarm am Start. Und ich kann eigentlich auch mein Criminal Gear gleich mal toggeln. Aber jetzt sammle ich das erstmal ein. So. Also, meine Idee ist ja nur, viele Sterne zu bekommen. Es gibt ja auch keine Erfahrungspunkte, wenn ich Juwelen hier klaue. Deswegen gehe ich mal direkt weiter. Ich gehe mal in die App rein und toggle mein Criminal Gear. So. Und jetzt muss ich wieder zu einem Dealer fahren, der hier steht. So, einmal anders parken. Und ich glaube dann... Okay, der ist offline gegangen. Gut, ist auch okay. Warte, was ist das für ein Geräusch? Okay, das ist nur ein Dings. Okay, Juwelen verkaufen. Sell, 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 sell. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Bank vielleicht. Vielleicht gehen wir mal zur Bank. Lass uns mal die Bank abchecken, wie die aussieht. Und dann können wir die mal ausrauben. Oh, da ist ein Cop. Da ist ein Cop. Ist der auch hier in der Bank drin? Also wir müssen das Auto auf jeden Fall so positionieren, dass wir gut flüchten können. Ich will meine WhatsApp-Nummer nicht liegen. Egal, wir gehen rein. Wir gehen rein. Gun rausholen. So. Let's go. Und rot. Rot, 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 rot. Okay, können wir nicht machen. So. Oh, ich höre einen Alarm. Nicht so nice. Nicht so nice. Egal, wir fahren mal. Oh, da ist ein Polizist. Gut, der hat mich jetzt gesehen. Der hat mich gesehen. Ja. Ja, 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 nice. Nein, 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 ich wollte den auch abballern. Oh, gut, dass das kein Cop ist. Der will mein Auto abballern. Der will mein Auto abballern. Vehicle Damage. Vehicle Damage. Oh, schnell abziehen. Alter, der hat's drauf. Der Cop, der will mir jetzt hinterherheizen. Und hier ist der nächste. Platzierter Stopsticks? Nee. Oh, der wird mich blitzen. Der wird mich blitzen. Safe Call wird er mich blitzen. Hä, der hat mich nicht geblitzt? Hä? Random. Okay, ja, gut. Jetzt habe ich über die Ampel ein Blitzer-Foto gekriegt. Wir fahren mal weiter hier hin. Alter, der Polizist hat gar keine Chance, weil mein Lambo so schnell ist. Aber auf dem Server sind so viele Cops. Krass, krass, krass. Schnell rückwärts hier rein und tune und... Ey, Bro. Bro, ich wollte hier eigentlich vernünftig smooth rechts abbiegen, aber weil der sich da so hingedrängelt hat, musste ich einen Schlenker nach links machen. Das war natürlich nicht so elegant. Egal, wir fahren jetzt mal zum Farmshop und versuchen, den auszurauben. Es sind 11 Polizisten auf dem Server. Wahrscheinlich tummelt sich hier hinten niemand. Oh, nein. Oh, ich dachte, ich würde gegen den Baum knallen. Alter. So. Hier rückwärts einparken. So, dann checken wir mal. Können wir das hier ausrauben? Ja, nice, nice, nice. Okay, dann rauben wir das mal aus. Digga, 11 Polizisten auf dem Server. Die sind richtig auf Zack hier. So, collecten, collecten, collecten. Digga, so. Also, noch höre ich nichts. Das heißt, wir können weiter einsammeln. Wir können weiter das alles einsammeln. Sehr gut. Hier auch einsammeln. Schön alles einsammeln. 2 Sterne leider bisher nur. Ich will 5 Sterne haben. Ich will meine Nummer nicht liegen. Ich habe einen Money-Transfer bekommen. 5000 Euro von krasser Schnittlauch. Dankeschön, krasser Schnittlauch. Grüß ihn raus. So, alles eingesammelt. Und weiter geht's. So. Und wir haben auf jeden Fall hier schon mal was gemacht. Ich wollte eigentlich die Bank ausrauben. Das ging ja nicht. Was machen wir jetzt? Was können wir jetzt machen? Vielleicht fahren wir nochmal zu einer Tankstelle und rauben die aus. Die Bank konnte man nicht ausrauben. Und danach könnten wir eigentlich mal zum Hafen fahren. Und...
Digga, das ist ein Undercover-Cop. So wie der mich gezielt gerammt hat. Das war doch voll mit Absicht. Der fährt mir jetzt hinterher, oder? Ja, das ist ein Undercover-Cop. Das ist ein Undercover-Cop. Wie auffällig willst du sein? Ganz ehrlich. Ups. Hä? Naja, er ist weg. Okay, kein Plan. Mein Auto ist jetzt so Schrott, ich will nicht nochmal zum ADAC laufen. Ich spawn jetzt den Bugatti. So, da ist er. Oh, Vehicle damaged. Ich hoffe, dass er nicht komplett Schrott ist. Oh, der ist auch mega Schrott. Shit. Okay, wir sehen uns wieder, wenn ich beim ADAC war. So, ich war beim ADAC und jetzt fahren wir mal zur Tankstelle. Hier vorne ist die Tanke. So, moin, Meister. So, ist die geraubt? Ne, die ist noch nicht ausgeraubt worden. Sehr chillig. Gut, dann rauben wir die auch nochmal aus. Zack, zack, zack. Zwischen alles hier im Auge behalten. Ja, okay, okay. Ich habe jetzt 3 Sterne, endlich. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich sammle nochmal 1 Stück Geld auf. Hier sind so viele Cops auf dem Server. Das ist schon risky. Das ist schon risky. Ich will meine Handynummer nicht leaken, Freunde. So, ich glaube, ich habe alles aufgesammelt. Jetzt geht's weiter. So, und jetzt geht's zum Hamburger Hafen. Digga, ich gucke nochmal nach, wie viele Cops jetzt hier auf dem Server sind. Also, wir haben 7 nur noch. Okay, sehr gut. Das hat meine Chancen auf jeden Fall erhöht, hier die Challenge zu meistern. Es wird leider schon wieder dunkel. Ich mag es nicht, echt nicht so gerne, wenn es Nacht ist. So, es geht weiter. Und hier ist ein anderes Fahrzeug. Also, der ist kriminell. Den rechten... Ah, er hat beide. Er hat beide hochgenommen. Beide sind am Qualm. Ah, Mist. Okay. Na gut, vielleicht geht jetzt ja die Bank. So, dann lass uns mal zur Bank heizen. Oh, da kommt gerade der Zug an. Das sieht bestimmt cool aus. Warte, ich bremse mal so ein bisschen. So, jetzt fahren wir zusammen. Yeah! Nice! Ich und mein Zug. So, cool. Oh, beim Juwelier ist ja richtig Angriff. Beim Juwelier ist ja richtig was los. So, was geht da denn ab? Vielleicht kann ich da ja mal ein bisschen snipern und da nochmal den einen oder anderen Stern abholen. So, okay, der kommt zu mir. Kommt der zu mir? Ja, der will zu mir kommen. Okay, dann geh mal los. So, oh, hier ist auch ein Cop. Ja, das ist doch der RS7, der blaue. Der wollte mich... was ist mit dir los, Bro? Okay. Ja, 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 Alter, nice. Oh mein Gott, das war richtig mies von mir. Das war richtig mies von mir. Okay, hier ist auch ein Einsatz. Oh, die Bank wird bereits ausgeraubt. Manometer. Manometer. Okay, dann fahren wir mal hier hinter und verstecken uns mal. Schade, Schokolade. Die Bank wird bereits ausgeraubt. Naja, dann düsen wir hier lang. Boah, hier sind jetzt so viele Cops. Vielleicht sollte ich einfach mal aufs Kirchdach... Digga, jetzt knallt mich einer ab von da, ein Cop. Digga, was willst du? Was willst du da hinten? Da sind Cops. Und bam. Und nachladen, 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 nachladen. Oh, da sind so viele Cops. Und? Ey, ich sollte vielleicht doch aufs Kirchdach gehen. So, da sind Cops. Wer ist er? Ist er auch ein Cop? Ja, er steigt wieder ein. Mann, geh, komm wieder raus. Ja, Mist. Und? Mist. Ja, er düst ab. Okay. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass hier keiner kommt. Okay, ich höre Schüsse. Nicht so gut für mich. So, wo ist jemand? Ich muss echt aufpassen, dass die mich nicht abballern. Ich gehe mal wieder als Driver rein und verziehe mich so ein bisschen. Ich höre Schüsse. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ah, hier sind die. Hier sind die. Hier sind die. Alter, hier sind die. Da ist ein Polizist. Und? Ja! Ja, 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 ja! Ich habe ihn erledigt. Nice, 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 nice. Der war eigentlich mit einem anderen Criminal gerade an der Gänge. Sehr krass. Sehr, sehr krass. Oh, hinter mir ist ein Cop. Alter. Schnell abhauen. Digga! Alter! Nein! Nein, 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 nein. Oh nein. Nein, 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 Bro. Nein, Bro. Der will mich ficken. Der will mich. Der will mich richtig hochnehmen. Okay, okay, die düsen ab, die düsen ab, die düsen ab. Alter, der wollte mich richtig... Jetzt hänge ich hier mit meinem Bugatti fest. Nein. Jetzt muss ich den rausschieben. Ich habe auch nur 3 Sterne bisher. Das ist ja nicht so gut. So, ich komme hoch, ich komme hoch, ich komme hoch. Nice, 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 nice. Oh mein Gott. Digga, ich darf hier gar nicht mehr runterfallen. Ich wollte eigentlich mich da jetzt runterfallen lassen. Ich muss ganz vorsichtig wieder zum ADAC düsen. Oh, Brudi. Wenn mich einer rammt, ist over. Hoffentlich kommt er nicht... Oh, der kommt jetzt von der Seite. Oh mein Gott, der will mir hinterherfahren. Ganz vorsichtig fahren. Ganz vorsichtig fahren. Ganz vorsichtig, aber auch ganz schnell. Ganz vorsichtig und ganz schnell. Ah! Der kommt nicht mehr hinterher. Ich glaube, ich muss zum Autodealer fahren wieder. Oh nein, nein, nein. Vorsichtig. Bremsen. Bremsen, 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 bremsen. Bremsen, 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 bremsen. Renn, 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 renn. Irgendein Auto anklicken. Schnell, 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 schnell. Und weg, 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 weg. Junge, ich hab voll die Schrottkarre. Ich hab ne Schrottkarre. Alter. Digga. Ich bin stuck. Ich bin stuck. Ich bin stuck. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Mein Auto ist stuck. Geil. Ist das ein Fan oder was? Digga, was ist das für eine Schrottkarre? Digga, das ist ja reinster Müll. Digga, gut, dass die Polizisten abgehauen sind. Ich glaube, das sind irgendwelche Zuschauer von mir.
What the hell? Also ganz ehrlich, das ist ja mal reinster Schmutz. Digga, es geht ja mal gar nicht. So, dann spawnen wir jetzt hier den Ferrari. Alter, ey, die 5-Sterne-Challenge heute ist ja mal richtig wild. Naja, okay, also, ich bin bisher noch nicht gestorben. Ich werde meine WhatsApp-Nummer hoffentlich nicht leaken müssen. Wenn ich verhaftet werde oder sterbe, dann war's das. Dann muss ich mir eine neue Handynummer danach kaufen. Gar keinen Bock. Und dann muss ich allen YouTubern, die ich in WhatsApp habe, meine neue Nummer geben. Fühle ich nicht so. Egal, ich habe ja noch die Bombe. Und mir fällt gerade auf, mein Auto ist grün. Das ist so ein bisschen dezenter. Dann lass uns noch mal in die Bank reingehen. Der letzte Bankraub ist jetzt ja schon ein paar Minütchen her. Das war ein Polizeibus. So. Oh. Kann man nicht machen! So, man kann die Bank nicht ausrauben. Ey, Digga. Hä, warum habe ich jetzt auf einmal 4 Sterne? Hatte ich nicht gerade noch 3 Sterne? Oh, da ist ein Polizeibus. Moin. Dann probieren wir jetzt nochmal den Juwelier. Und wenn der nicht geht, dann probieren wir nochmal den Hafen. So. Vom Juwe kam ja gerade der Bus. Das heißt, der ist jetzt erstmal ein bisschen gechillter. So. Oh, hier ist ein Diamant. Nice. Okay, ich höre aber Alarm. Ich stelle die Kamera so hin. So, ich habe keinen Stern dazu bekommen. Aber ich habe mir den Diamanten geholt. So. Mir geht es ja gar nicht immer darum, die kompletten Gebäude leer zu räumen, Freunde. Ich will ja in dieser Sterne-Challenge natürlich den Stern haben. Ist das ein Krimi? Muss ja, ne? Die Polizei hat keinen Bugatti. So, ich dränge mich vor. Das wird jetzt ein Rennen, wer als erstes beim Hafen ist, Bro. Oh, Mist, ich wollte nach hinten gucken. Das ist nicht so smart. Das ist nicht so schlau. So, dann sind wir jetzt hier. Ey, das ist immer so nervig, dass es dunkel ist. So, dann checken wir mal ab. Kann man jetzt den Container ausrauben? Da ist noch Holz vor. Dann wird bei den anderen auch Holz vor sein, weil die wurden gleichzeitig ausgeraubt. Ey, Digga, was soll ich machen? Dann fahre ich jetzt mal zur Otto-Tankstelle. Irgendwie muss ich den 5. Stern ja kriegen. Irgendwie muss ich den 5. Stern kriegen. Was habe ich dann gemacht? Illegal Item Possession, Assault with Firearm, Property Damage, Dangerous Driving, Juwelier, Robbery, Cash Register. Mhm. Müssen wir mal kicken, was wir jetzt machen. So, vielleicht könnte ich noch einen Automaten ausrauben. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Ich glaube, oh, ja, nice. So, hier müsste ein Korb irgendwo sein. Wo ist der, Bro? Hä, wo ist denn der? Ich wollte jetzt den Kopf mit der Bombe hochjagen. Motor ist auf jeden Fall an. Steht der hier irgendwo hinter? Nee. Hä? Okay, die ist offen, die Tankstelle. Die wurde schon ausgeraubt. Ich habe von Leon 2014, 5-4, 2000 Euro bekommen. Vielen Dank, Leon. Dankeschön, Leon. Okay, der Kopf ist irgendwie nicht da. Sehr sass auf jeden Fall. Ich habe nochmal von Jan Luca. Okay, jetzt habe ich Schritte gehört. Von Jan Luca 2616 2000 bekommen. Vielen Dank. Ist das ein Korb? Ist das ein Korb? Nee, 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 das ist kein Korb. Okay. Oh Mann. Ja, Freunde, es nützt nichts. Ich glaube, ich muss die Bank oder den Hafen ausrauben, weil das ein Raub ist, wo man die Bombe benutzt. Und ich glaube, dass man darf, dass ich dafür noch einen Stern kriegen könnte. Oder ich muss halt einen Kopf erledigen, aber hier sind irgendwie keine. So, hier ist jemand, der düst gerade weg. So, sind hier noch Hölzer vor? Ja, egal, ich gehe trotzdem nochmal hoch und guck nach. Ich guck mal den Grünen nach. Und wenn hier ein Kopf ist, dann gibt es halt einen Fight. So, ich muss ja irgendwie Sterne kriegen. Ich kann hier nicht die ganze Zeit jetzt rumfahren. Oh ja, den kann man ausrauben. Nice, 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 nice. Okay. Bombe platzieren und sprengen. So, kriege ich dadurch jetzt den 5. Stern oder nicht? Nee, noch nicht. So, dann klaue ich mal hier einen Cookie. Nee, habe ich nicht gekriegt. So, dann klaue ich hier das Geld. Nee, aber ich sehe auch keinen Polizisten. Ich höre auch nichts. Also ich finde das gut, dass man das so ausrauben kann. Man hat einen viel besseren Überblick als bei den Tankstellen, finde ich. Der Fluchtweg ist natürlich länger zum Auto. Ist ja glasklar. So, ich habe jetzt alles ausgeraubt. Aber ich habe immer noch nur 4 Sterne. Und da kommt jemand Angriff. Ja, das ist die Polizei. Ja, und? Mist, nachladen. Und er ist down. Ich habe ihn down gemacht. Alter, ich habe ihn down gemacht und ich habe immer noch keinen Stern. Ich habe ihn down gemacht und immer noch keinen Stern. Tut mir leid, Bro. Tut mir echt leid. Aber ich habe noch einen Diamanten. Den könnt ihr noch beim Schmuggler abgeben. Ist hier vielleicht auch der Schmuggler? Ach, der ist da hinten auf dem Schiff. Okay. Ja, dann lass uns mal da zum Schiff gehen. So, hier ist der Schmuggler. Lass uns mal... ich stelle mein Auto so hin. Ich stelle mein Auto so hin. Gleich müssten auch Polizisten da sein, denn es gab einen Raub plus Mord. Das heißt, es kommen Polizisten. Egal, ich verkaufe hier meinen Diamanten. Ich habe immer noch nicht 5 Sterne. What the hell? Okay, da ist der Polizist. Habe ich mir schon gedacht. So, jetzt vorsichtig runter und spring. Zack. So, Sniper und... Da ist der Polizist und zack und umgebracht. Ich habe immer noch keinen Stern, Digga. Wie viele Cops habe ich in dem Video jetzt schon umgebracht? 3 Stück oder so, ne? Krass. Und ich habe immer noch keine 5 Sterne. Ich habe auch schon den Container ausgeraubt. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist ein Automat und die Bank. Dann gehen wir jetzt auf Automatensuche, weil die Bank ist ja die ganze Zeit zu. So, hier steht manchmal ein Automat, glaube ich, auf dem Bahnsteig. Wir gehen jetzt auf Automatensuche. Ey, Digga. Digga, was willst du? Was willst du? So, wir fahren jetzt rum und suchen Automaten, okay? 4 Sterne, easy peasy. So, hier ist wieder ein Polizeifahrzeug. Da hinten steht ein Automat, nice.
So, dann fahren wir da zu dem Automaten hin. So, hier ist der Automat, da wollen wir hin. Deswegen fahren wir jetzt in den Park rein. So, das wäre irgendwie lustig, wenn man diesen Container betreten könnte. Naja, egal. Wir fahren jetzt, oder ich bin ja schon da. Wir boxen da jetzt gegen und kriege damit den 5. Stern. Und ja, ich habe den 5. Stern. Ich habe die Challenge gewonnen, Freunde. So sieht's aus. Aber ich habe eine Überraschung für dich, also bleib dran. Und zwar leake ich nicht meine Handynummer, aber meinen WhatsApp-Kanal. Hier schicke ich viele coole Real-Life-Bilder und Nachrichten von mir rein. Da kannst du gerne mal beitreten, da kann ich dir ein paar Nachrichten schicken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also, das ist der erste Link im angepinnten Kommentar, da kannst du gerne mal draufklicken. Und ansonsten, danke, dass du das Video geschaut hast. Lass ein Abo da, schau dir gerne das Video auf der rechten Seite an. Wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao.